So, und nun zu uns, Denver. Sie machen mir doch keinen Ärger, nicht wahr? Nein, das werden Sie nicht. Sehen Sie, Sie müssen zuerst mal das Gefühl loswerden, dass Mord etwas Besonderes ist. Ach du lieber Himmel, mal ein kleiner Mord hier und da, das kommt doch überall vor. Darüber kann man doch reden, nicht wahr? Na, wollen wir darüber reden? Hm? Ich habe niemanden umgebracht. Aber, wie viele Tote haben wir denn? 3? Nein, 4 sogar. Und davon wollen Sie keinen übernehmen? Aber Mr. Denver, du sollst doch kein Frosch mehr los, doch einen wenigstens... Nein! Sie reagieren nicht, wie Sie sollen, Mr. Denver. Hm? Warum denn nicht? Sie müssen doch wissen, dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen. Oder wollen Sie zu denen gehören, die erst unter dem Galgen sagen, ja, ich war es? Unter dem Galgen? Mhm. Haben Sie sowas schon mal mitgemacht? Früher Morgen? Nebel? Kalt? Alles friert ein bisschen? Nur der Verurteilte. Nur der friert natürlich auch, aber dem ist es gleichgültig. Denn der weiß ja ganz genau, wann es vorbei ist, in einer halben Stunde ungefähr, wenn es gemacht hat. Wenn Sie schon einen aufhängen wollen, warum denn nicht den richtigen? Warum nicht den Gärtner? Warum nicht den? Whisky, bitte. Ja, Sir John. Der Gärtner ist der Mörder. Der Gärtner? Neidisch?